Mein Name ist Markus Meyer und ich spiele jetzt von Arthur Honegger Intrada. Sehr schön, bravo. Super. Sehr gut. Ja, bei dem Stück ist es sehr wichtig, dass man sich sehr gut einteilt. Natürlich von der Kraft her, auch von der Dynamik ist es sehr wichtig. Und dass man die verschiedenen Charaktere in dem Stück rausbringt. Also ich glaube, das ist entscheidend, damit das richtig wirkungsvoll ist. Mhm. Ich finde, du hast sehr viele schöne Sachen gemacht. Also der Anfang, der erste Teil,
fand ich sehr gut vom Charakter. Beziehungsweise du bist so ein bisschen reingekommen. Am Anfang, finde ich, könnte es noch mehr Maestoso sein. Also okay. Es war so ein bisschen verhalten. Du fängst ein bisschen verhalten an. Und ich würde diesen ganzen Aufgang ein bisschen mehr Maestoso, mehr, ein bisschen selbstbewusster denken. Okay. Ein bisschen bestimmter. Du kannst ein bisschen Rubato machen. Und ich würde quasi diesen Aufbau mehr schaffen, dass du, also diese ersten drei Takte, mehr für dich aufbaust. Ja. Also, dass da eine größere Entwicklung ist. Und eine Frage: Wie gibst du den Anfang? Weil irgendwie, das ist irgendwie extrem, keine Ahnung, blöd, ja, unter Anführungszeichen. Also, ja. Ich finde es schon gut, wenn man den gibt, weil dann kann man selber entscheiden, wann man atmet. Ja. Also, sonst, wenn es Klavier gibt, dann ist man schlecht vorbereitet. Es wäre wichtig, dass man sich abspricht, dass das Klavier wirklich, wenn man unten ist, direkt spielt. Ja, okay. Also dass man sich wirklich abspricht, bam, dass okay. Man weiß, wenn man diesen Impuls gibt, dann ist das Klavier da. Ja. Vielleicht versucht nochmal den Anfang und versucht diese Entwicklung ein bisschen zu machen. Und dann würde ich ein bisschen staunen. Bam, 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 bim, bam. Dann hat das mehr Kraft. Ja. Besser? Wäre ich ein bisschen too much jetzt, okay. Wie du vorangehst. Ja. Ja, also. Wenn du runterkommst, ich glaube, es ist wichtig, dass du vor diesem Einsatz hier wirklich dir Zeit nimmst, um Luft zu holen. Mhm. Weil sonst bist du am Schluss der Phrase so ein bisschen unter. Ja, ich bin. Also, du hast zu wenig Luft und musst gucken, dass du dann schon ziemlich quasi ein bisschen Druck gibst, damit du noch rauskommst. Ja. Also, nimm dir hier Zeit. Bam, bam, bim, bam. Bam, 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 bam. Und starte noch nicht zu laut, das war sehr gut. Okay. Und dann mach das Diminuendo nicht zu früh. Du beginnst, du beginnst es schon, wo es eigentlich gar nicht steht. Okay. Ja? Also mach es wirklich erst da, wo es geschrieben ist, im letzten Takt. Und danach versuch, auch im Piano, versuch die Luft zu schicken. Versuch es weiterzudenken, nicht bei dir zu spielen. Ja. Ja? Wir spielen nochmal von. Okay. Thank you.
sehr schön. Ja, das war viel besser. Ja. Also ich glaube, damit hilfst du dir, wenn du das Decrescendo weniger früh machst. Wenn du bei Ziffer nach Ziffer 2, sag 19 zum Beispiel, ich finde, du könntest dir ein bisschen mehr phrasieren. Damit hilfst du dir. Also manchmal ein bisschen mehr hinspielen. Okay. Hier auch ein bisschen mehr auf 23. Ja, dass du so ein bisschen Innendynamik machst. Okay, ja. Starten wir direkt 19. Ja. Da kannst du noch mehr öffnen. Also wirklich dann 22. Ja. Mhm. Okay. Nochmal, selbe Stelle. Also 22. 22, genau. Du kannst noch ein bisschen mehr aufmachen. Können wir noch mal? Ja? Das war jetzt schön, wenn du hier so ein bisschen diese Phrase öffnest. Und dann kommt ein neuer Charakter. Also das ist wirklich da 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 di 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 di, sehr lyrisch und legato. Und denkst vom Charakter her auch so ein bisschen nach vorne. Denkst nicht zu sehr auf der Stelle. Vor allem, wenn du dann hier nach drei Tacken. Da di, das wirkt so vertikal. Ja. Da da di. Ja, du musst versuchen, da einen Bogen zu kriegen. Können wir noch mal 22? Dass das, genau, dass du hier ein bisschen mehr zukriegst. Ja. Nochmal 22, bitte. Die zwei Takte versuchst du zu entwickeln. Ja, dass du es ein bisschen, da kannst du ein bisschen aus dir rauskommen. Also da kannst du wirklich, da musst du ein bisschen selbstbewusster vom Charakter her spielen. Ja.
Nochmal 22 oder? Ja, eine Sache noch. Wenn du zurückgehst, es ist gut, aber versuch trotzdem zu verbinden. Ja. Weiter. Wir können dann noch einmal bummeln. Genau, ich würde es gar nicht, ich würde ab hier dann einfach im Tempo gar nicht so viel machen. Okay. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn du, und es ist einfach ein schlichtes Ende. Ja. 22? Sehr gut. Noch eine oder zwei Kleinigkeiten. Das ist nur eine Viertel. Ah, okay. Habe ich vielleicht auch vorhin zu lesen. Tadi, tada. Dann ist es länger. Ja. Und diese 16. punktiere sie nicht zu sehr. Baba, baba. Babam, babam, dass du es eher so ein bisschen... Eher auf die Hauptnote immer hin. Ja, oder zumindest in einem Bogen. In einem Bogen dadam, dadam. Und dann ist es eigentlich immer noch Forte. Mhm. Bam, 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 wie. Ja. Macht nochmal. Vielleicht Takt 25. Genau. Badadam, badadam, badadadadam. Das muss man gut im Ohr haben. Also, dass man diese. Und dann dieser Teil, das ist jetzt wirklich so ein fröhlicher Tanz. Das muss wirklich, da musst du alle Leute mitreißen. Okay. Also, das ist wirklich. Bam, 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 bam. Ja, da, 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 bam, bam, bam. Ich würde hier auch hier so ein. Bam, bam, ja, so ein bisschen drauf hinspielen. Ja. Also. Und so weiter. Also so ein bisschen tänzerisch und das muss schwingen irgendwie. Okay, ja. Ja, ja. Selbe Stelle. Ja, ich bin noch ein bisschen zu spät, oder? Ein bisschen zu brav auch. Du spielst ein bisschen verhalten. Spiel für draußen. Ja. Mezzo forte. Man muss nicht laut spielen, aber vom Charakter her ja. Freudiger. Ja. Freudig drauf. Nochmal. Ich bin ich.
Hast du es nicht im Ohr? Nee, ich habe es nicht im Ohr, ja. Sing einmal, was das Klavier die zwei Takte davor spielt. Weißt du das? Na, ja, eigentlich nicht. Jadadam, badadam, dadadadadam. Kannst du einmal singen? Jadadam, badadam, badadadadam. Ah, okay. Jadadam, badadam, badadadadam, bam, bam. Okay. Nee, vier Takte. Hier, ja. Ja. Ja, jetzt machst du manche Töne länger, als sie sind. Ja. Bam, bam, badam, bam, 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 bam. Und es kann immer noch bam, ja. Bam, bam. Ich denke es eher so, denkst bam, 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 bam. Ah, okay. Das sind diese synkopische Geschichte. Mhm. Bam, 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 die musst du für dich nutzen. Mhm. Dass du da so ein bisschen, wie nicht Akzente, aber so ein bisschen schwingend diese Noten spielst. Ja, sehr gut. Besser? Ich würde manchmal die Viertel ein bisschen kürzer nehmen. Bam, 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 badum, bam, 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 bam. Ah, okay. Und bei so Geschichten, das würde ich mehr phrasieren. Ja. Das ist nicht. Okay, ja. Nochmal vier Takte. Und ich finde den immer so schön, da kannst du ein bisschen mehr jubeln. Ja. Kein Problem. Hier muss man aufpassen, wenn man nicht zu früh kommt. Bam, bam, ja. Oh, das war gut. Machen wir nochmal zwei Takte vor fünf. Und dann weiter. Genau, und dann weiter. Ja. Die kannst du mehr unter einen Bogen nehmen. Ja. Und kein Decrescendo. Ja. Das fand ich schön. Und hier kannst du auch diese Akzente mehr machen. Bam, 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 bam. So ein bisschen breiter, gesetzter. Können wir direkt anfangen? Das Piano, ich glaube, das ist 6594.
immer kleine Akzente drauf. Ja. Können wir selber stellen nochmal? Ja, gut. Betonen hier nicht Töne, die nicht da sind. Und das kann noch ein bisschen. Nicht so brav. Ja. Selbe Stelle. Bei der Triolenstelle phrasier sie mehr mit, wie wenn du eine große Melodie spielen würdest. Und hier ist Crescendo, geht immer weiter. Also dass du 111. Du weißt, was ich meine, diese Bogen, klar. Dass du mehr Luft gibst nach oben hin, dass du eher ein bisschen Crescendo denkst. Ja. Das kannst du gerne machen, das hilft dir. Mach mal 111. Ja, ist viel besser. Die Triolenstelle wird dann leichter. Ja. Und bei 7, es muss so ein, vom Jubel, vom Charakter her so ein jubelnder Charakter sein. Ja. Hey, ich hab's geschafft, die Triolenstelle. Also es muss wirklich so, ich probiere nochmal auch 111. Schluss auch würde ich kein Crescendo machen, einfach kein Decrescendo machen. Ja. Probierst du nochmal? 111? Ja. Ich glaube, du brauchst insgesamt mehr Luft am Anfang. Ja. Weil es ist so eine lange Strecke. Ja. Und ich weiß nicht, ob du zwischenatmen willst oder kannst. Ja, hier mache ich immer ganz kurz, aber okay. Viel helfen tut es, glaube ich, auch nicht. Ja, man kann nicht viel. Ja. Aber deswegen ist wichtig, dass man sich vorher, ich male mir dann immer ein großes Atemzeichen rein, dass man. Dass man genug Luft hat. Genau. Okay. Einmal noch. Thank you.
sehr gut, bravo. Sehr schön. Ein paar Dinge habe ich noch. Es ist unlogisch, wenn du... Hier leise wird. Nee, das ist gut. Das würde ich auch machen. Du musst das aufbauen. Aber du hast geatmet. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Dann müsstest du auch hier atmen. Ja. Also es ist... Ja, ich würde entweder nach einem Takt atmen oder eben vorher und dementsprechend hier auch vorher. Ja. Das war sehr gut. Also die Triolenstelle, ich würde die auch mit Bindung üben. Ja. Dass du wirklich... Ja, lass uns vielleicht da noch ein bisschen arbeiten. Dass man das einmal mit Bindung spielt. Ja. Dass man das einmal so... Mhm. Wir können das einmal mit Klavier machen. Ja. Ab 111 und dann ab dem Triolenstelle bindest du das einfach alles durch. Genau, sehr gut. Und dass du das oft machst, dann geht zum Beispiel auch mit Flatterzungen, guck mal. Dass man lernt, wirklich die Luft weiterzugeben. Genau. Ah, ja. Also das wäre eine Aufgabe, das so zu üben. Weil dann musst du lernen, die Luft nach oben zu beschleunigen. Dass die mal direkt nur von einmal von hier und mach's ein bisschen langsamer. Genau. Und dass du wirklich gar nicht an den Sprung denkst. Genau, denk nicht an den Sprung, sondern denk nicht an den Sprung, sondern denk weiter durch das C durch. Mhm. Egal was rauskommt, erstmal nur als Übung. Genau. Dann würde ich, also ich würde das so abschnittsweise üben, immer so ein paar Takte. Und dann eben mit Triolenzunge. Und dann und so weiter. Und dann so abschnittsweise und ich glaube dann, ich glaube, du musst einfach das Gefühl kriegen, wie es ist, mit Triolenzunge die Luft weiter zu beschleunigen. Gut. Hier bei Nummer Ziffer 7 finde ich, könnte es vom Charakter her noch. Noch. Ja, ein bisschen lustiger sein. Noch feuriger sein. Mhm.
Und danach ist es natürlich wichtig, dass man sich, ja, dass man sich wieder runterkriegt von diesem Ganzen. Es kommt wieder ein neuer Charakter, ein neuer Teil. Und ich glaube, nimm dir Zeit zum Atmen. Okay. Das ist ganz wichtig. Ja. Und starte nicht zu laut, aber mit dem Maestoso-Charakter, ja, den musst du halt erwischen. Kannst du zwei Takte vor Maestoso spielen? Ja, wie du. Also dass man sich das ein bisschen, ja, aufteilt, ich nehme immer zum Beispiel hier ein bisschen Zeit zum Atmen, mhm, und dass du, genau, also dass du den Charakter erwischst, aber am Anfang noch nicht zu viel, mhm, Kraft verbrätst. Drei vom Maestoso. Super. Okay. Bravo. Sehr schön. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich dieser Mittelteilcharakter, ja, dass du da diesen Schwung kriegst, mhm, diese freudvolle Stimmung. Sehr schön. Super. Bravo.